In diesem Video geht es darum, ein oder mehrere HTML-Elemente mit CSS zu animieren. Ich habe in CodePen ein bisschen etwas vorbereitet, ein Div mit der ID SVG-Container und darin sind drei SVG-Grafiken eingebettet. Hier ist der Einzug nicht so schön, darum klicke ich zuerst auf Format HTML. Das macht die Einzüge schön. Und jetzt schauen wir die CSS-Regeln an. Es gibt eine für den Selektor SVG-Container mit einer Raute, weil es ein ID-Attribut ist. Da wird eingestellt, dass das Element als Flexbox gelayoutet wird. Es gibt also eine Hauptachse, die horizontal verläuft und eine Nebenachse, die vertikal verläuft und daran werden die Children, also die HTML-Elemente, die enthalten sind in dieser Flexbox, ausgerichtet. Die Höhe ist eingestellt, dass sie so hoch ist wie der Viewport, 100 VH, das ist die volle Viewport-Höhe und auf der Hauptachse werden die Elemente so angeordnet, dass der zur Verfügung stehende Platz gleichmäßig verteilt wird. Das Element ist automatisch so breit wie der Viewport. Ich könnte auch schreiben Width 100 VW oder einfach 100%. Aber das ist die Grundeinstellung. Das passiert automatisch, auch wenn ich es nicht explizit angebe. Also Space Around heißt, der übrig bleibende Platz wird um diese Elemente, um diese SVG-Grafiken verteilt. In der Mitte ist es jeweils doppelt so viel wie am Rand. Das ist Space Around. Und allein Item Center, das ist die Nebenachse, die Vertikale, das führt dazu, dass oben und unten der Weißraum gleichmäßig verteilt wird, dass es eingemittet wird. Und dann gilt hier noch eine Regel für den Selektor SVG, wenn es ein Child ist von einem Element mit der ID SVG-Container, sprich alle SVG Elemente, die hier in diesem Div drin sind, für die gilt eine Breite von 200 Pixeln. Wenn ich das weglassen würde, dann wären die so breit, wie sie können, zu dritt in dieser Flexbox. Aber ich möchte das ein bisschen beschränken. Also das sind die Zutaten, mit denen wir hier arbeiten. Und bevor ich jetzt damit beginne, etwas zu animieren, muss ich kurz noch etwas erklären. Dazu gebe ich diesen SVG-Tags noch ein Attribut, eine Klasse, oder ich kann ja bei den IDs bleiben. ID erstes SVG. Das kopiere ich und hier heißt es zweites und das ist das drittes SVG. Im Moment brauche ich nur eine dieser IDs, weil ich möchte, dass das erste ein bisschen Abstand nach links kriegt, Margin Left. Zum Beispiel 300 Pixel. Und was ich damit zeigen möchte, ist, dass dies einen Einfluss darauf hat, wie sich die anderen beiden SVG ausrichten. Das erste hat jetzt nach links 300 Pixel, die freigehalten werden müssen. Einen Abstand nach links. Und das hat einen Einfluss darauf, wie viel Platz in dieser Flexbox übrig bleibt, nämlich 300 Pixel weniger als vorher. Und dadurch werden
dieses türkisfarbene und das violette SVG, die werden weiter nach rechts verdrängt. Der zur Verfügung stehende Platz wird aber immer noch gleichmäßig aufgeteilt. Also wenn ich den Viewport verändere, dann ordnen die sich entsprechend neu an. Aber hier drüben bleibt gleich viel Platz wie hier auf der rechten Seite, plus 300 Pixel. Ich kann vielleicht noch eine Umrisslinie darum zeichnen, damit das klarer ist. Ach so, vielleicht muss ich sagen Padding, damit es sichtbar ist. Padding. Und jetzt siehst du hier diese 300 Pixel, die reserviert sind, oder dieses, das SVG ist im Grunde genommen breiter geworden, weil nicht nur der Inhalt drin ist, der 200 Pixel breit ist, sondern noch Padding von 300 Pixeln, das heißt insgesamt 500 Pixel Breite. Und der übrige Weißraum in der Flexbox wird immer noch gleichmäßig verteilt. Also das heißt, üblicherweise, wenn ich in CSS Weißraum einstelle, so dass sich Positionen ändern, dann hat dies auch einen Einfluss auf benachbarte Elemente. Und jetzt zeige ich etwas anderes, und zwar eine Eigenschaft, die heißt Transform, die wir benutzen werden bei der Animation. Transform selber animiert nichts. Transform bedeutet eine Manipulation innerhalb der Fläche, innerhalb eines Koordinatensystems, zum Beispiel eine Verschiebung. Es gibt ein Wert für Transform, der heißt Translate, wird mit einer Klammer geschrieben, und in die Klammer wird hineingeschrieben, wie viel auf der X-Achse, zum Beispiel 100 Pixel auf der X-Achse verschieben und 40 Pixel auf der Y-Achse. Ups, jetzt habe ich ein Semikolon zu viel geschrieben. Und jetzt siehst du, dass dieses erste SVG seine Position geändert hat. Es ist nach rechts unten gewandert, und zwar 40 Pixel. Also wenn ich hier nach 100 Pixel nach links gehe und 40 Pixel nach oben, dann bin ich ungefähr an der Ausgangsposition, wo dieses Element vorher oben links positioniert war. Also dieses Transform, das verschiebt ein Element, und wichtig, es verschiebt das Element, ohne die benachbarten Elemente zu tangieren. Also die Flexbox hat immer noch das Gefühl, dass dieses rote SVG dort liegt oder dort zu liegen kommt, wo es hin muss, wenn es auf dieser Horizontal- und Vertikalachse ausgerichtet wird, entsprechend den Flex-Regeln. Aber mit dieser Transform und Translate, mit Transform und Translate kann ich nachträglich ein Element komplett verschieben, ohne dass sonst irgendetwas verschoben wird. Nur ein einzelnes Element wird von dieser Transform-Eigenschaft tangiert. Und es gibt noch andere. Zum Beispiel gibt es einen Wert Rotate, und da hinein kannst du eine bestimmte Anzahl Grad schreiben. DEG steht für Degree. 30 DEG, das ist eine Rotation um 30 Grad, beziehungsweise minus, um in Gegenuhrzeigersinn zu drehen. 180 Grad wäre auf den Kopf gestellt. 90 Grad ist um ein Viertel, eine Vierteldrehung und so weiter. 360 ist das gleiche wie 0. Das ist Rotation, und es ist möglich, rotieren zusammen mit einer Übersetzung im Koordinatensystem, also eine Verschiebung.
etwas mehr, damit es deutlicher ist. Und auch hier gehen negative Werte um, entweder nach unten oder nach oben oder nach links oder nach rechts zu gehen. Der Ursprungspunkt des Koordinatensystems ist oben links im Dokument, das ist 0, 0. Und je höher die Werte, desto weiter nach unten bzw. nach rechts geht es. Das ist Rotate und Translate. Und, was muss ich hierzu noch sagen? Es gibt noch andere mögliche Werte im Zusammenhang mit Transform. Du kannst sie auch selber nachschlagen. Ich empfehle dafür das Mozilla Developer Network, MDN, kannst du googeln, zusammen mit Transform und CSS zum Beispiel. Und dann siehst du eine Übersicht über diese, über die Möglichkeiten. Ebenfalls nützlich kann es sein, etwas zu skalieren. Wenn hier zwei verschiedene Werte genommen werden, das ist jetzt das Doppelte nach links und rechts und die Hälfte in der Vertikalen, dann gibt es eine Verzerrung. Rotate habe ich gezeigt. Hier gibt es eine andere Eigenschaft, eine andere Einheit, nicht Grad, sondern Turn heißt Drehung. Skew ist Verzerrung. Und dann hier das letzte Beispiel sind, wie ich schon gezeigt habe, zwei verschiedene Werte für die Eigenschaft Transform, also skalieren und verschieben im Koordinatensystem. Also das ist die Eigenschaft Transform. Und ich zeige dies, weil das eine Eigenschaft ist, die sich sehr gut animieren lässt. Es gibt auch andere Eigenschaften, alle Eigenschaften, die sich irgendwie mathematisch ausdrücken lassen, wo etwas vergrößert oder verkleinert werden kann. All das lässt sich animieren. Aber teilweise braucht das recht viel Rechenpower der Software, der Browser. Und wenn es aber eine Transformation ist, dann kann das direkt durch die Grafikkarte ausgerechnet werden und dann wird die Software viel weniger Arbeitsspeicher benötigen. Also Websites, wo es Animationen mit Transformation gibt, die brauchen weniger Leistung. Das heißt, dass dann zum Beispiel nicht unbedingt der Ventilator des Rechners zu blasen beginnt, weil sich etwas bewegt. Das ist eine Eigenschaft, die sich gut animieren lässt, Transform, und es betrifft immer nur ein Element. Also wenn du zum Beispiel Padding oder Margin animierst, dann kann es sein, dass auf der Seite, im Dokument ganz viele verschiedene Dinge davon betroffen werden, obwohl eigentlich nur ein einzelnes Element den Platz wechselt, mehr Platz einnimmt, weil der Weißraum sich ändert, aber alles andere wird verschoben und auch das kann dazu führen, dass der Rechner sehr viel Berechnungen ausführen muss. Es gibt noch eine andere Eigenschaft, die gut animiert werden kann, und das ist Opacity. Auch das kann direkt durch die Hardware, also die Grafikkarte, ausgerechnet werden anstelle der Software. Das ist die Transparenz. Opacity 0 ist ausgeblendet, also transparent, und dann 0,2 ist 20% sichtbar, 0,8 ist 80% sichtbar und 1 ist opak, vollständig sichtbar. Also Opacity und Transform, mit dem arbeiten wir hier. Und vielleicht noch etwas Fachterminologie. Wenn es um Animation geht, dann bedeutet dies meist, dass wir uns zwischen zwei Extremen bewegen, also zum Beispiel eine Ausgangsposition und eine Zielposition, und dass die Zwischenstufen über einen bestimmten Zeitraum automatisch vom Computer ausgerechnet werden. Und dies wird Interpolation genannt. Interpolation heißt zwischen zwei Polen, also zwischen zwei Polen die Zwischenstufen über Zeit ausrechnen, interpolieren.
Und wir interpolieren jetzt die Positionen dieser SVG-Grafiken. Das musste ich voraussagen und jetzt wird animiert. Zur Animation ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es etwas ist, was nachträglich in die CSS-Spezifikation eingebaut wurde und es ist darum nicht besonders elegant und nicht unbedingt intuitiv. Aber wenn du dich ein bisschen daran gewöhnt hast, ist es nicht besonders schwierig. Jetzt brauche ich zuerst ein @-Zeichen und immer wenn ich @ schreiben möchte in CodePen, dann passiert das. Ich will nicht jump to line, aber ich kann in dieses Feld schreiben und diesmal gibt es ein @ und das kopiere ich mir raus und mit einem Klick in den Editor bin ich wieder da, wo ich wollte. Ich gehe auf eine neue Zeile und paste dieses @ hinein. Ich weiß nicht, ob du auch so @ schreiben musst. Vielleicht passiert das bei dir nicht. Jetzt schreibe ich Keyframes. Direkt nach dieses @-Zeichen schreibe ich Keyframes. @Keyframes, das ist auch so eine @-Regel, ähnlich wie die Media Query. Und dann folgen geschweifte Klammern. Und da hinein kommen diese zwei Pole, diese zwei Extrem, diese zwei, der Ausgang und der Zielzustand, zwischen denen ich interpolieren möchte. Und jetzt habe ich noch etwas vergessen. Das ist ein Name. Diese Keyframes-Regel, die braucht einen Namen, den kann ich selber wählen. Und ich schreibe Hello, weil mir nichts Besseres einfällt. Und jetzt muss ich sagen, von wo aus möchte ich animieren? Dazu schreibe ich From. Und dann muss ich sagen, wohin möchte ich? Das heißt to, from to, also Ausgangszustand und Zielzustand. Und dann schreibe ich so eine Transform-Eigenschaft. Transform. Und dann Translate. Und ich würde sagen, wir beginnen bei minus 200 Pixel. Und minus 100 Pixel. Und das kopiere ich in den Zielzustand hinein und dort sage ich 0. Also ich möchte aus einer Verschiebung heraus beginnen und dann in diese Position kommen, wo diese Elemente im Moment sind. Jetzt passiert zuerst einmal überhaupt nichts. Weil diese @Keyframes-Regel, die hat jetzt zwar einen Namen, aber sonst gibt es hier keine Indikation, auf was sich das beziehen könnte. Es steht auch nicht, wie lange die Animation dauert. Es steht nur, wo beginnt es und wo hört es auf. Und damit sagen wir dem Browser, dass wir zwischen diesen Werten hier und diesen Werten da unten interpolieren möchten. Der Browser weiß dann, aha, auf der X-Achse beginnen wir bei minus 200 und dann gehen wir schrittweise, also 199, 198, 197, bis zur 0 hinunter oder hinauf in dem Fall, von minus bis auf 0 und von minus 100 Pixel, minus 99, minus 98, minus 97, bis wir bei 0 ankommen. Das ist die Arbeit, die der Browser für uns machen muss. Beziehungsweise die Grafikkarte muss dann diese Zwischenbilder darstellen. Jetzt muss ich aber sagen, was sich denn bewegen soll. Und das ist dann eben in der Regel, die diese eigentlichen Elemente betrifft. Also zum Beispiel diese Regel für den SVG-Tag. Und dort muss ich sagen, wie die Animation heißt. Animation Name. Und der Name ist eben Hello. Jetzt weiß der Browser, dass in diesem Dokument eine Animation stattfindet, wo Positionen interpoliert werden müssen.
Und der Browser weiß auch, welches Element hier animiert werden muss. Aber wir haben immer noch nicht angegeben, wie lange das dauert. Und dazu muss ich hier eine weitere Regel schreiben. Und wenn ich Animation schreibe, dann siehst du schon, dass es eine ganze Reihe von Eigenschaften gibt. Ich habe vorhin Regel gesagt, aber es sind natürlich Eigenschaften. Es gibt eine ganze Reihe von Eigenschaften, die sich auf Animationen beziehen. Und hier gibt es eine, die heißt Duration. Und dort schreibe ich jetzt eine Sekunde, ein S. Und jetzt, sobald CodePen das gefressen hat, bewegt sich das von oben links an diese Position. Also von einer Verschiebung aus von minus 200 und 100 an 00. Also von einer verschobenen Position auf eine nicht verschobene Position. Und das passiert einmal und dann ist es auch schon zu Ende. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das ewig zu machen. Animation, Iteration, und Iteration auf Englisch heißt Wiederholung, Iteration. Iteration Count, und dort kann ich eine Zahl angeben, 1, 2, 3, 4, 5 oder Infinite schreiben. Und wenn ich Infinite richtig schreibe, dann wird diese Animation endlos ausgeführt. Und das hüpft jetzt so ein bisschen, das ist nicht sehr natürlich oder etwas unruhig. Ich kann auch sagen Animation Direction. Alternate, und das bedeutet alternierend vorwärts, rückwärts. Und jetzt wird vor und zurück animiert. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir beginnt jetzt das Gerät schon zu blasen. Mein Laptop findet das doch recht anstrengend, das auszurechnen. Jetzt gibt es noch weitere Eigenschaften im Zusammenhang mit Animation. Und ich werde nicht alle zeigen, aber eine interessante ist Animation Timing Function. Da gibt es verschiedene Beschleunigungen. Linear bedeutet zum Beispiel, dass die Interpolation gleichmäßig erfolgt. Also das heißt, zwischen dieser Position minus 200, minus 100 und 00 wird ganz gleichmäßig innerhalb von einer Sekunde vor und zurück gespult. Und dann gibt es zum Beispiel ein sogenanntes Ease. Und das bedeutet, dass es zuerst schnell und dann langsam wird. Und je nachdem, ob es Ease-In, Ease-In-Out oder Ease-Out heißt, ist die Beschleunigung am Anfang oder am Ende oder am Anfang und am Ende. Und wenn du dich mit Animation auskennst, dann hast du so etwas wahrscheinlich schon gesehen. Das gibt es auch in After Effects zum Beispiel. Dort wird es als Kurve dargestellt. Und es ist übrigens auch möglich, hier Zahlenwerte hineinzupasten, also einen Pfad zu pasten, wo die Kurve dann bestimmt, wie diese Beschleunigung oder dieses Abbremsen passiert. Also das lässt sich hier sehr fein einstellen. Ich lasse das weg und nehme es einfach so, wie es kommt. Und dann zeige ich noch ein Ding, und zwar, wenn ich jetzt hier schreibe, dass ich möchte, dass das dreimal passiert, dann können wir zählen. 1, 2, 3. Fertig. Und vielleicht passt es mir, dass es hier aufhört, aber wenn es zum Beispiel eine gerade Zahl ist, zum Beispiel 4 mal, können wir zählen. 1, 2, 3,
4. Und dann springt's. Vielleicht mache ich hier etwas und dann können wir es nochmal schauen. 1, 2, 3, oben, peng, und dann hat es am Ende springt. Und das lässt sich verhindern. Es gibt eine Eigenschaft, die heißt Animation Fill Mode. Das möchte ich vollständigkeitshalber noch zeigen. Und dort kann ich sagen, es gibt zwei Werte und ich weiß nicht, welcher stimmt, forwards und backwards. Ja, jetzt habe ich es zufälligerweise richtig gemacht. Jetzt bleibt es am richtigen Ort stehen. Und wenn ich sage backwards, dann wird es springen. Also bei einer beschränkten Anzahl Wiederholungen ist es möglich, mit dieser Animation Fill Mode Eigenschaft anzugeben, wie die Animation am Ende aufhören soll, ob es am Ursprungsort backwards anhalten soll. Das ist dann dieser, stimmt nicht, in diesem Fall wäre es das hier, das To, oder ob es forwards anhalten soll, das wäre dann in meinem Fall diese Position. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so aus, aber vielleicht ist das einmal nützlich. Ich lasse das jetzt weg und jetzt mache ich, was soll ich sagen, ich gehe hier wieder auf 1. Jetzt mache ich eine Einblendung. Ich beginne bei Opacity 0 und höre bei Opacity 1 auf. Und dann werden diese drei SVG-Grafiken eingeblendet. Und was ich auch noch tun könnte, ich könnte sagen, am Anfang gibt es eine, es gibt eine Transformation, und zwar wird skaliert. Von 0 auf 1. Und ich staune über diesen quadratischen Effekt. Das scheint ein Fehler im Zusammenhang mit SVG-Grafiken zu sein. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht wird es besser, wenn ich es so angebe. Wird nicht besser. Das ist sehr interessant und gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich lasse es mal drin. Das ist wirklich interessant. Jetzt gibt es noch etwas, was ich tun kann. Und jetzt kommen mir diese ID-Attribute zugute, die ich hier geschrieben habe. Es gibt einen sogenannten Animation Delay. Und damit kann ich die Animation verzögern. Und was ich jetzt tun werde, ist, dass ich hier unterschiedliche Verzögerungen für das zweite und das dritte Element angebe. Und damit möchte ich verdeutlichen, dass sich diese Keyframes-Regel, dass dies abgekoppelt ist von den eigentlichen Regeln zu den Elementen, die dann animiert werden. Das hat einen bestimmten Vorteil. Also ich kann mit einer Keyframe-Regel eine bestimmte Sorte Interpolation definieren und sie dann aber auf mehrere Elemente anwenden, und ich kann dies auch auf verschiedene Art und Weise anwenden. Als Beispiel schreibe ich eine Regel für den Selektor zweites SVG und darunter eine Regel für den Selektor drittes SVG. Jetzt beginnt mir diese quadratische Animation schon ein bisschen auf den Wecker zu gehen, aber ich lasse es noch ein bisschen so. Und jetzt schreibe ich hier Animation Delay und zum Beispiel eine halbe Sekunde und
und dann eine Sekunde. Und jetzt brauche ich dann vielleicht noch einmal den Animation Fill Mode, weil du siehst wahrscheinlich, dass es eine Verzögerung gibt, aber diese Elemente hier, die sind am Anfang schon sichtbar und muss ich überlegen, wie ich das am besten korrigiere. Ich könnte die Transparenz für alle auf 0 setzen von Anfang an und dann den Animation Fill Mode definieren auf Forwards, dass es so stehen bleibt, wie es muss, hoffentlich. Genau. Das Opacity 0 führt dazu, dass am Anfang nichts sichtbar ist und wenn die Animation abgeschlossen ist, dann bleiben die Elemente so stehen, wie sie fertig animiert sind. Also sie springen nicht zurück auf Opacity 0. Und durch diesen Animation Delay wird zuerst das rote SVG animiert und dann eine halbe Sekunde später das türkisfarbene und dann erst eine Sekunde danach das violette SVG. Und was ich jetzt auch noch tun kann, ist, dass ich sage, diese Animation Duration, die gilt allgemein für diese SVG, aber hier für die ID 2 des SVG machen wir das anders, da geht es schneller, zum Beispiel 3 Viertelsekunden und für das letzte geht es noch schneller. Und das ist hier vielleicht ein bisschen zu wenig augenfällig. Und vielleicht machen wir es zuerst noch langsamer. Ja, der Unterschied ist jetzt für mich nicht besonders gut kenntlich und ich nehme jetzt diese Transformation hier auch raus. Scale scheint mit SVG nicht so schön zu funktionieren. Vielleicht findest du anhand meines Beispiels bessere Werte, vielleicht experimentierst du ein bisschen damit und kannst es ein bisschen deutlicher machen als ich, aber ich lasse es mal so stehen. Jetzt gibt es noch etwas, was ich zeigen möchte, und zwar noch einmal Mozilla Developer Network, diese riesige Dokumentation, das ist eine Riesensammlung von Tutorials und Leitfaden und schlicht einfach ein Nachschlagewerk. Und hier gibt es eine Seite, die heißt Using CSS Animations. Ich werde sie mit diesem Video verlinken. Da kannst du auch mal in Ruhe nachschauen und ein bisschen Beispiele angucken, um zu sehen, wie das gemacht ist und ein bisschen detaillierter vielleicht zu lesen, was ich hier sehr kurz abgerissen habe. Jetzt kannst du das Video stoppen und selber ein bisschen experimentieren. Ich werde hier noch ein bisschen weitermachen und hier das auf ein SVG reduzieren. Und noch einmal eine ewige Animation machen, indem ich das ewig hin und her bewege. Also ich mitte das mal ein und dann sage ich Animation Iteration Count Infinite und die Opazität, das kann weg und das kann auch weg und die Dauer kann bei 2 Sekunden bleiben und dann sage ich hier nochmal Transform, Translate und es gibt übrigens auch ein Translate X, also nur auf der X-Achse. Musst du auch nur einen Wert schreiben.
in die Klammer. Und dann geht das ewig so vor und zurück. Und was ich wieder brauche, ist Animation Direction. Alternate. Und dann kann ich hier vielleicht noch eine Rotation machen. Und dann geht das so vor und zurück wie ein Schaukelstuhl. Auch hier beschleunigt es am Anfang und verlangsamt es am Ende. Also das heißt, auch hier könnte ich vielleicht mit einem, wo steht's, Timing Function, ein Ease, vielleicht In, Out, das ein bisschen ausgleichen. Ja, dann schaukelt das so hin und her. Jetzt gibt es noch ein letztes Ding, das ich vergessen habe. Und das ist die Frage, von wo aus die Transformation geschieht. Das hätte ich ganz am Anfang erklären sollen. Das hat nichts mit der Animation zu tun, sondern mit der Transformation. Aber ich mache es jetzt halt doch am Ende. Entschuldigung dafür. Es gibt eine Eigenschaft, die heißt Transform Origin. Und die legt fest, wo der Ankerpunkt dieses Elements, das sich innerhalb der Fläche verschiebt, das gedreht wird, wo der Ankerpunkt liegt, also von wo aus werden die Berechnungen angestellt. Für eine Verschiebung auf der X- oder Y-Achse ist es irrelevant. Wenn ich 100 Pixel nach rechts oder 100 Pixel nach links gehe, ist es egal, von wo aus ich messe, ich muss ja das ganze Element mitnehmen. Aber für die Rotation ist es relevant. Und Transform Origin, ich kann hier in Prozenten angeben, wo, wenn du dir überlegst, dass dieses Element in einer rechteckigen Kiste drin steckt, wenn ich sage 50%, 50%, dann bedeutet das in der Mitte der Kiste. Also von der Mitte aus wird transformiert. Das ist die Grundeinstellung. Dieser Ankerpunkt ist eigentlich immer in der Mitte. Aber wenn ich auf 0, 0 gehe und einer dieser Werte steht natürlich für die x-Achse und der andere für die y-Achse, ich nehme an, der erste ist die x-Achse und der zweite die y-Achse, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Wenn ich auf 0, 0 gehe, kannst du mit Prozenten oder ohne Prozente schreiben, dann siehst du, dass die Bewegung plötzlich komplett anders wird, weil jetzt wird von oben links aus rotiert. Und wenn ich auf nicht 1000%, aber auf je 100% gehe, dann wird von unten rechts aus rotiert. Also in der Regel bei einer Rotation ist es wahrscheinlich gut, wenn du bei 50 bleibst, dass es aus der Mitte passiert. Aber je nachdem, wenn du irgend in einer Ecke des Dokuments oben links oder unten rechts etwas um diese Ecke herum rotieren möchtest, dann kannst du das so einstellen. So, das war alles zum Thema Animation.